In Südtirol gibt es rund 2000 Parkinson-Patienten. Einer von ihnen ist Franz Wimmer. Neben den Medikamenten setzt Franz auf viel Bewegung. Sein ehrgeiziges Ziel, die Besteigung der kleinen Zinne. Denn für Franz gilt aktiv bleiben, trotz Parkinson. Es ist schade, wenn man es hat, aber es ist nicht der Weltuntergang. Es ist heute mit der Medikamentierung, es gibt viele Möglichkeiten, nicht zu heilen, aber es zu verzögern und auch weiterhin halbwegs auf Zack zu sein. In Bewegung. Aktiv leben mit Parkinson. Dienstag 20:20 Uhr, Rai Südtirol.